Herzlich willkommen bei Assassin's Creed 2. Heute geht's an den Kragen von Uberto Alberti. Und das war scheiße. Schnell hoch, damit wir von dir nicht geschnappt werden. Und ich sehe unser neues Ziel. Wir warten, damit er uns nicht entdeckt. Damit er weggeht. Geh weg. Geh weg. Na gut, gehen wir hier mal lang. Und jetzt gehen wir auf ihn zu. Entschuldigung, wenn es hackt. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Eine Festplatte hat genügend Speicherplatz. Und ja. Guten Prozessor habe ich auch. Arbeitsspeicher auch. Nur es will irgendwie nicht. Echt scheiße. So, dann gehen wir mal hier hoch. Machen wir einen Seiltanz. Tanz mit mir, kleine, kleine Tanz. Und jemand hat uns entdeckt. Doch, wir sind... Doch, jetzt gehen wir hier lang. Und springen wieder rüber. Oh, es hackt. Extrem Hacken. Extremes Hacking. Hacking. Das ist also Hacken. Wenn der Bildschirm nicht fließend läuft, ist das ist Hacken. Gut zu wissen. Na gut, fangen wir mal an. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Was er damit wohl meint? Sehr mysteriös. Und ab in die Tod. Wie gesagt, Entschuldigung, wenn es hackt. Ich weiß nicht, woran es liegt, sonst würde ich es gerne beheben. Weil sonst bei meinen anderen Spielen hat hackt es ja auch nicht. Oder ich sollte mal die Grafik ein bisschen runterschauen. Ist auch scheiße. Ist nicht so gut fürs Erlebnis. Wieder denn kein tolles Bild und ja, kommt, ist auch nicht so schön. Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Oder ich habe Glück und es hackt nicht. Das wäre natürlich auch schön. Dum da dum 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 dum. Was für eine lächerliche Kutte! Ha! Elende Fremdlinge! Ha! So, die haben... Oh, hören wir jetzt erstmal an. Das bietet uns erstmal Schutz vor diesen beiden. Wartet. Los geht's. So. Gehen wir dich da ran. Hey, oh. Ihr seht aus, als wüsstet ihr, was euch Spaß macht. Gut. Perfekt. So wird man die Wachen hier los und so kann man dann ohne, naja, ohne Probleme hier rein. Buongiorno. Guten Abend, Konfanonieren. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut ohne Problem. Allerdings eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie. So, Auditore. Da ist sie. Man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Du! Yay! Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore!
und hoch. Ach du Scheiße. Ey, du bist so... Oh, Scheiße. Heil dich. Heil dich. Lauf, 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 lauf. Er hat einfach gemordet. Genau. Abhauen. Spring, spring, spring. Hoch, hoch, hoch. Abhauen, 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 abhauen. Spring, spring, spring. Da. Sicherheit, Sicherheit. Und rein, rein, rein. Auf ihn! Da ist er! Und hinein. Nein. Scheiße, ey. Gibt's doch nicht. Wie können die mir folgen? Hoch. Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren. Na gut, die töte ich. Glaubt ihr, ich schaffe es? Schaffe ich's? Dobbel, habt ihr gesehen, wo er hin ist? Wir haben keine Chance. Die sterben. Verdammt! Wo ist er? What the fuck? Oh, mein erster Gegner. Hat er Langeweile? Machten die. Hallo, ich will kämpfen. Komm, doch. Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Laju, da ist er! Auf ihn! Ist verschwunden im Nichts! So. Naja. Da! Verliert ihn nicht schon wieder! Wo ist er? Ist er? Wollen wir überhaupt kämpfen? Ich hab nicht das Gefühl. Eine Freistunde im Bordell für denjenigen, der... Eccolo! Da! Hallo? Komm mal hoch. Da! Verliert ihn, verschwunden im Nichts. Oh, ey. Komm. Oh, ey. Warum läufst du davon? Nur ein kurzer Schmerz und es ist vorbei. Naja, dann will ich sie mal von hier aus töten. Wenn sie mal herkommen würden. Ich habe eine bessere Idee. Darfst du dir deine Tod ab... Da, da! Da! Ergreift ihn! Welche Richtung? Ganz einfach. So. Erstmal den Ausblick genießen. Am Arsch der Welt natürlich. Und schon sind wir entkommen. Das Doof ist, wir werden gesucht. Das heißt, wir sollten nicht auf der Straße herumwandern, sondern lieber hier herum schleichen. Und es hackt schon wieder, Entschuldigung dafür, nur ich weiß nicht, wie es geht, wie man es behandeln könnte. Wie gesagt, Speicher habe ich genügend. Und ja, keine Ahnung, wo es liegt. Oh, ey, das ist doch... Mann, ey. Ist doch nicht normal, ey. Ach, ey, ich brauch dringend... Oder das liegt an der Festplatte. Ich brauch dringend mal eine bessere. Vielleicht behebt sich denn das Problem. Eine größere und bessere. Hoffentlich klappt. So. Hopp, hopp. Und hopp. Und hopp. Darüber. Da hoch. Da hoch. Darüber. Und jetzt darüber. Und jetzt nochmal hier hoch. Oh, was ist das? Ein Symbol. Hm. Ich glaube, das... Da ist eins der Symbole. Was bedeutet es? Es ist doch nicht ohne Grund da.
Kannst du dir das genauer ansehen? Hey, probier's mal mit dem Adlerauge. Sehr beeindruckend. Aber beeil dich. Aber warum nicht einfach gehen? Oh. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust würde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Klingt doch schon mal sehr gut, aber ich habe leider eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Ich glaube, das war... Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. War es das mit der Ansprache? Darf ich jetzt reden? Gut. Also, das war es dann erstmal mit dieser Folge. Und nächstes Mal entdecken wir dieses Symbol da oben. Und wir reißen die Steckbriefe ab. Ja, das klingt sehr spannend. Ich bin schon mal gespannt, was uns erwartet mit diesem Symbol. Also hoffe, ihr hattet Spaß und hoffe, ihr könnt mir das verzeihen mit dem, naja, Hacken. Na gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao, Bella. Ja, das muss sein. Entschuldigung. Ciao. Tschüss.